der Erich. Und wir haben uns heute ganz besonders fein und hübsch gemacht. Ja, und ich bin die Cora aus Holland. Und der dort ist der Franz. Der zaubert uns gerade etwas vor. Achtung, Achtung! Aufgepasst! Cora Erich, ich schütte jetzt dieses Wasser in den Zylinder. Dann setze ich ihn verkehrt rum auf den Kopf. Und wenn ich ihn umdrehe, ist das Wasser draus verschwunden. Also, Simsalabim und Simsalabo, wir sind hier bei Clown und Co. Simsalabum und Simsalabimmel, Wasser, Wasser, verschwind in den Himmel. Franz, was war denn das? Das weiß ich nicht. So eine blöde Donnerzauberei. Aber das war ich doch gar nicht. Klar warst du es. Wie denn sonst? Weiß ich doch. Da war es wieder. Schon wieder? Schon wieder? Ich glaub, das kommt aus dem Keller. Ach, Quatsch! Wir sollten im Keller zaubern. Weiß ich nicht. Wir gucken mal nach. Erich, geh du voraus. Ja, nee, du. Ich. Ja, aber immer muss ich vorausgehen. Blöder Treibstoff, blöder. Du musst ausgerechnet jetzt explodieren. Hallo. Ist da wer? Hallo. Oder auch nicht. Oh. Hallo! Franz, siehst du was? Nur ein ganz kleines bisschen! Halt, wer da? Wir? Halt, wer ist doch da? Ich! Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht! Wir kennen Sie auch nicht! Ich wohne hier im Haus, besser gesagt, seit einigen Jahren hier im Keller. So lange schon? Ja. So lange wohne wir auch schon in diesem Haus. Aber nicht im Keller! Boah. Ja, deswegen haben wir uns wohl noch nie gesehen. Ah! Ja. Freut mich, Erich Fummler ist mein Name. Ja. Erich? Erich? Das gibt's aber gar nicht, so heiß ich ja. Das macht doch nichts. Da sind wir eben Namensvettern. Oh, Vettern? Sie haben wohl die Explosion oben gehört. Ja, was? Ja, ja, ja. Tut mir leid, mir ist ein bisschen Treibstoff explodiert. Aha! Treibstoff? Was ist denn das für ein Stoff? Ja, Treibstoff? Von meiner Mondrakete. Mondrakete? Ja, hier, von meiner kleinen Luna. Lu? Hier. Sehen Sie, an der baue ich schon über 7 Jahre. Tag aus, Tag ein. Sag mal, was wollen Sie denn mit einer Mondrakete? Erich, zum Mond fliegen natürlich. Ah. Genau. Ich, der kleine Postbeamte Erich Fummler, werde bald der erste Mensch sein, der mit seiner eigenen Rakete zum Mond geflogen ist. Zum Mond fliegen? Ja. Soll ich Ihnen meine kleine Luna einmal zeigen? Ja, 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 ja. Passen Sie aber auf Ihre Köpfe auf. Ja, 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 die nehmen wir schon mit. Ja, ich meine, stoßen Sie sich nicht. Hier ist alles ein bisschen eng. Ja, ja. Nein, 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 nein. Au, au, mein Kopf! Au, 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 Franz, Vorsicht! Vorsichtig! So. So, wo müssen Sie einsteigen? Ach so, ja, das ist doch hier die Bank. Hier. So. Warte, Cora, Vorsicht. Geben Sie mir bitte den Anschnallgurt hier. Wo ist denn der Anschnallgurt? Was ist da für ein Gurt? Ach, hier. Vorsicht, langsam. Anschnall. Langsam. Ja, hier. Langsam. So, langsam. Das ist nämlich ein Anschnallgurt. So. Oh, sagen Sie mal, Herr Erich Fummler, da ist doch alles verkehrt rum. Kann man da nicht drin sitzen? Ja, das muss doch so sein. Warum? Ich fliege doch nach oben, ja? Ah! Sehen Sie, und aus meinem Fenster hier kann ich den gesamten Weltraum betrachten, ja? Aha. Und die Sterne und die Milchstraße und den Milchstraße. Mond. Milchstraße? Ja. Ich sehe nur Dreck. Ja, ja, jetzt noch. Aber wenn, solange sie noch im Keller steckt, aber wenn ich erst einmal losfliege ja? in den Himmel, ja? Oh, dann wird alles frei sein. Ja.
Dann werde ich schneller und höher fliegen als alle Vögel der Welt. Hier ist überhaupt kein Bett und kein Schrank. Und auch überhaupt kein Tisch da. Sagen Sie mal bitte, Herr Fummler, wollen Sie in dieser Rakete auch wohnen auf Ihrem Flug zum Mond? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, und wo und wie wollen Sie denn dann essen und schlafen? Ja, essen und schlafen tue ich hier. Das ist doch mein Zuhause. Ach, Herr Fummler, hier ist denn das da oben ein Autoradio? Und wenn ja, ist da, wo ist denn das Gaspedal und das Steuerrad dazu da? Mein Steuerpult ist hier, ja? Steuerpult? Ja. Das ist alles viel komplizierter wie bei einem Auto. Guck mal, Erich, hier, Knöpfe. Nein, aua. Was? Raketenstart zum Mond. Das ist interessant. Was? Ja, das ist ja jetzt. Muss ich mal Fernrohr nehmen? Das muss ich beobachten. So. Sehe nichts. Das ist ja jetzt. Muss den Fernseher anmachen. Das Bild ist da. Fabelhaft. Interessant. Guck mal da. Was war denn das? Ich glaube, wir sind gestartet. Gestartet? Zum Mond! Sie haben an den Knöpfen und Hebeln herumgespielt. Ja. Und dabei den Startauslösenknopf erwischt, Sie Unglücksrabe. Ich bin kein Rabe. Schaut mal, da draußen ist der Himmel. Toll! Natürlich, wir fliegen. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe meine ganzen Bahnberechnungen im Keller. Ich wollte doch erst in 2 Jahren starten. Die Rakete ist noch nicht fertig. Aber dafür fliegt sie schon ganz gut. Ja, aber wohin? Dabei habe ich Essen und Trinken auch nur für eine Person dabei. Oh ja, Essen und Trinken, ich habe Hunger. Ich auch. Spaghetti mit Macaroni. Und ich möchte Pilze mit Eiern. Jetzt gibt's nichts. Und was Sie sich wünschen, schon gar nicht. Schade. Blöde Rakete. Wir müssen sofort umkehren. Aber halt, das geht auch nicht. Warum denn nicht? Umkehren, das wäre gut, wenn sowieso nichts zu essen da ist. Ja, bitte umkehren jetzt gleich. Ich habe nicht so viel Treibstoff mit. Was für eine sofortige Umkehr. Wir müssen warten, bis wir die Erde umkreist haben. Ich werde versuchen, irgendeine Bodenstation zu erwischen. Ja. Hallo. Hallo. Hier Erich Fummler mit seiner Mondrakete Luna 1. Hören Sie mich? Hallo. Hallo. Hören Sie uns? Können Sie mich verstehen? Ich bin mit 3 Nachbarn aus Versehen. Ja. Nein, aus Verdrücken. Nein, gestartet. Gestartet. Hallo. Und habe ich keinerlei Bahnberechnungen mit. Können Sie mir helfen? Hallo. Hören Sie mich? SOS, SOS. Hallo. Flugplatz Düsseldorf. Wir haben verstanden. Wo befinden Sie sich momentan? Ende. Bitte melden. Ja, das weiß ich nicht. Ich kann es nicht berechnen. Dumme Frage. Wir sind hier im Himmel natürlich. Ach, der Himmel ist groß, mein Freund. Oh. Können Sie mir helfen? Augenblick. Wir verbinden Sie weiter mit dem Raketenstartplatz Mondhausen. Ende. Bitte melden. Hallo. Hier Raketenstartplatz Mondhausen. Was gibt's? Ende. Hier Luna 1. Zu früh gestartet. Können Sie mir helfen? Ende, bitte kommen. Und uns auch. Das ist schwierig. Wir könnten eine Rettungsrakete starten, aber erst in einer Woche. Ende, bitte melden. Das ist zu spät. Aber tun Sie es trotzdem. Ende, bitte kommen. Bis dahin sind wir vielleicht schon auf der Sonne verglüht. Sonne verglüht? Ich werde mein Bestes tun. Ja, bitte. Vielleicht bringt mich meine kleine Luna sicher auf den Mond.
und dann warten wir, bis uns die Rettungsrakete abholt. Ja! Ah. Jetzt! Die saust! Das ist ein Tempo! Draußen auch sehen. Ui, die Rakete fliegt ja. Wollen wir nicht lieber aussteigen? Nein, sind Sie wahnsinnig? Nicht öffnen. Wie wollen Sie denn hier aussteigen? Na ja, dann raussteigen und auf eine Wolke warten, bis ein Flieger nach Hause vorbeikommt. Ja, tolle Idee. Ha? Ich möchte jetzt einmal ernst mit Ihnen reden, ja? Sie reden doch schon die ganze Zeit nicht gerade lustig mit uns. Wir vier müssen jetzt unbedingt auf diesen engen Raum zusammenhalten. Ja. Kein Streit, nein, kein nein. Jammern. Nein. Wir sind in Gefahr. Ja! Jeder muss für den anderen da sein. Ja. Wir müssen zusammenhalten. Das ist gut. Wir halten ja sowieso immer zusammen. Ja. Gut, vielleicht könnten Sie mir auch ein bisschen helfen, ja? Bleiben Sie auf jeden Fall sitzen, wo Sie sind. Ja. Alles ist mit den Händen erreichbar. Ja. Sie behalten den Kilometerzähler im Auge, ja? Im Auge? Ja. Gut. Und Sie? Ich? Beobachten durchs Fenster, ob nicht ein anderer Flugkörper in unserer Flugbahn ist. Flugkörper? Naja, andere Raketen oder Steine oder Meteoriten. Wer schmeißt denn im Himmel mit Steinen? Oh, und bitte, was sind Meter? Meteoriten sind Steine von anderen Sternen. Oh. Von ganz weit, weit her. Oh. Ja, und wenn sie verglühen, dann heißt man sie bei uns Sternschnuppen oder Kometen. Und Sie? Ja, ich. Sie passen auf, damit alle Lampen brennen, ja? Oh, ja. Hallo, Luna 1, hören Sie? Ja! Ende, bitte melden. Ja, hier, Luna 1, bitte melden. Die Bodenstation meldet sich wieder. Hallo, wir haben Sie erfasst. Sie sind auf der Flugbahn 3 und sind genau in diesem Moment 298.000 Kilometer und 7 Zentimeter und 3 Millimeter vom Mondrückseite Punkt 375 entfernt. Ende, bitte melden. Danke, das ist sehr gut. Jetzt kann ich steuern. Vielleicht schaffen wir es. Ende. 299.000 Kilozentimillimeter entfernt. Das ist sehr weit. Ja. Der Mond ist sehr weit von der Erde entfernt. Etwa so weit, wie wenn Sie ein paar Mal um die ganze Erdkugel fahren würden. Um die Welt. Erdkugel? Ein paar Mal um die Erdkugel fahren. Also eine Weltreise um die Erde haben wir schon fast gemacht. Einmal. Na fast. Puh, ist das eng. Ja, das stimmt. Ich werde nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Ja, bitte. Ja, bis jetzt funktioniert alles. Du, Ikora Franz. Ja? Ja, Erich. Ich find's ja ganz toll. Ich auch. Diese Rakete. Ja, und im Himmel. Wenn ich nur nicht so viel Angst hätte. Ach, kleine Luna, wenn du uns heil zum Mond bringst und zurück, dann kommst du ins Ehrenmondmuseum, ja? Und wisst ihr, was ich auf dem Mond eröffne? Nein. Eine Post. Die erste Mondpost der Welt. Ich, Erich Fummler, der kleine Postbeamte. Hilfe! Zweimal Hilfe! Was war das? Meteorit! Meine Güte, wir sind mit einem Meteoriten zusammengestoßen. Sie müssen unbedingt draußen nachsehen, ob die Rakete nicht kaputt oder angeschlagen ist. Mir? Nehmen Sie die 3 Ersatz-Raumanzüge. Nein! Und ich werde hier drin bleiben. Nein. Wir sollen aussteigen! Nein! Aber vorher habe ich gesagt, wir sollen nicht aussteigen. Keine Angst, bitte machen Sie schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Also schieben Sie den Meteoriten von der Spitze. Oh, Cora Erich, guckt mal, ein Riesenstein. Cora Erich, Franz,
schon nach! Was machen wir denn jetzt? Wir müssen den Stein wegschieben! Gut! Lieber Fummel, ihr so lange! Macht schnell! Ich sehe nicht, wohin wir fliegen! Wir verfliegen uns! Ja, ja, ja! Und? Halt, Erich, halt, halt! Ich fliege weg! Gemacht mit den Meteoriten. Aber wir haben die Richtung zum Mond verloren. Was? Was? Ja. Die Bodenstation meldet sich auch nicht mehr. Ha? Wir müssen unbedingt herausfinden, wo wir uns befinden. Ja. Was ist denn das da? Was denn? Das? Oh, Hilfe! Das Feuer! 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 Oh, wir sind schon ganz in der Nähe der Sonne. Sonne! Ich hab schon Sonnenbrand. Oh. Gerade noch mal gut gegangen. Oh, gut. Gratuliere. Ich habe Hunger und Durst. Ich auch. Ja. Gut. Hier sind Schnitzel mit Püree und Schweinskotelett mit Tomatensauce. Natürlich flüssig. Hier gibt's Milch und hier Kaffee. Ich will aber Pilze mit Eiern flüssig. Und alles aus dem Schlauch. Ja, ist alles ganz fein. Sowas ist nur Raumfahrer. Der Mond! Wir haben's geschafft, der Mond! Der sieht aber komisch aus. Ja, stimmt. Der Mond! Wir haben's geschafft, der Mond! Der sieht aber komisch aus. Fertig machen zum Aussteigen. Aber ich muss zuerst raus. Ich muss doch erst mein Märchen erzählen. Ach, schon wieder. Es war einmal ein Mann, der hieß Johnny. Johnny sollte als erster Mensch in einer Rakete zum Mond fliegen, dort aussteigen und wieder zurückfliegen. Die Zeitungen und das Fernsehen brachten überall sein Bild. Johnny wurde berühmt im ganzen Land. Ach, was sage ich, auf der ganzen Welt. Viele Menschen bewunderten ihn und seufzten. Ach, wär ich doch dieser Johnny und könnte zum Mond fliegen. Auch Johnny war sehr stolz und träumte nur noch von seinem Mondflug. Aber Johnny musste auch viel lernen. Er musste lernen, Raketenbahnen zu berechnen. Er musste lernen, schwerelos durch die Luft zu fliegen und Raketen zu steuern und vieles mehr. Aber vor allem musste er lernen, aus Tüten zu essen. Und in andere Tüten zu pinkeln. Endlich war es soweit.
Johnny startete zum Mond. Alle Menschen auf der ganzen Erde beobachteten an den Fernsehschirmen den Start der Rakete, wie sie mit einem mächtigen Feuerstrahl von der Erde abhob und im Himmel verschwand. Johnny saß allein in der Rakete. Er fühlte sich wie der König des Himmels. Er staunte, wie die Sterne näher kamen und wie die Erdkugel hinter ihm aufleuchtete, als wäre sie ein bunter Mond. Ich möchte für immer in dieser Rakete sein. Ich will zum Mond fliegen und ich werde weiterfliegen zu fernen Sternen, sagte Johnny durch das Mikrofon zu den Menschen auf der Erde. Und schon nach ein paar Tagen landete die Raketenkapsel auf dem Mond. Und wieder beobachteten alle Menschen auf der Erde die Landung und sie schrien: Bravo, Johnny! Johnny hat es geschafft! Jetzt fühlte sich Johnny wie der Mondkönig. Er stieg aus, hüpfte und stapfte über den leeren, weiten Mond. Ich bin ganz allein hier. Ich fühle mich wunderbar, sagte Johnny durch das Mikrofon zu den Menschen auf der Erde. Aber jetzt musste Johnny Mondstaub und Mondsteine für die Forscher auf der Erde sammeln, die Mondkälte messen und die Mondwärme. Aber allmählich fühlte Johnny, wie sein Herz schwer wurde. Er hatte so ein trauriges Gefühl und musste weinen. Warum muss ich denn weinen? Dachte er. Warum bin ich traurig? Ich habe alles, was sich die Menschen erträumen. Ich bin der erste Mensch auf dem Mond. Mond? Plötzlich wusste er, warum er weinte. Er fühlte sich so einsam und allein. Und der Mond, der war so schrecklich leer. Johnny hatte sogar Angst, allein in der Rakete zurückzufliegen durch den großen Weltraum. Aber als Johnny auf der Erde landete, da bestürmten ihn begeistert Tausende von Menschen und sie fragten ihn: Johnny, wie war der Flug? Johnny, wie weich ist der Mondstaub? Johnny, bist du gesund? Johnny, wie sieht der Mond aus? Aber Johnny sagte kein Wort. Er küsste die nächstbesten Menschen, nahm von einem Mann eine Blume aus dem Knopfloch und roch dran, schaute zum Himmel, da ging gerade der Mond auf und er sagte: Wie gut, dass ich wieder auf der Erde bin. Aber irgendwann, da fliege ich doch wieder hinauf.
tolle Idee! Wir helfen dem Fummler und bleiben für immer hier auf dem Mond! Gute Idee! Jetzt ist nämlich sowieso Schluss mit Mondfahren und Clown und Co. und so. Und zwar für immer. Pfiat euch! Servus! Tschüss! Ah, und wenn ihr abends mal in den Himmel schaut, da könnt ihr uns vielleicht oben auf dem Mond entdecken. Macht's gut. Wiedersehen. Raumfahrer. Der Mond! Wir haben es geschafft! Der Mond! Der sieht aber komisch aus. Ja, stimmt. Wir haben's geschafft, der Mond! Der sieht aber komisch aus. Fertig machen zum Aussteigen. Aber ich muss zuerst raus. Ich muss doch erst mein Märchen erzählen. Ach, schon wieder? Es war einmal ein Mann, der hieß Johnny. Johnny sollte als erster Mensch in einer Rakete zum Mond fliegen, dort aussteigen und wieder zurückfliegen. Die Zeitungen und das Fernsehen brachten überall sein Bild. Johnny wurde berühmt im ganzen Land. Ach, was sage ich, auf der ganzen Welt. Viele Menschen bewunderten ihn und seufzten: Ach, wär ich doch dieser Johnny und könnte zum Mond fliegen. Auch Johnny war sehr stolz und träumte nur noch von seinem Mondflug. Aber Johnny musste auch viel lernen. Er musste lernen, Raketenbahnen zu berechnen. Er musste lernen, schwerelos durch die Luft zu fliegen. Und Raketen zu steuern und vieles mehr. Aber vor allem musste er lernen, aus Tüten zu essen. Die Luna sicher auf den Mond und dann warten wir, bis uns die Rettungsrakete abholt. Ja! Ah. Jetzt! Ach, die saust! Das ist ein Tempo! Von draußen auch sehen. Ui, die Rakete fliegt ja!
wollen wir nicht lieber aussteigen? Nein, sind Sie wahnsinnig? Nicht öffnen! Wie wollen Sie denn hier aussteigen? Na ja, dann raussteigen und auf eine Wolke warten, bis ein Flieger nach Hause vorbeikommt. Ja, tolle Idee. Ha? Ich möchte jetzt einmal ernst mit Ihnen reden, ja? Sie redet doch schon die ganze Zeit nicht gerade lustig mit uns. Wir vier müssen jetzt unbedingt auf diesen engen Raum zusammenhalten. Ja. Kein Streit, nein, kein nein. Jammern. Nein. Wir sind in Gefahr. Ja! Jeder muss für den anderen da sein. Ja. Wir müssen zusammenhalten. Das ist gut. Wir halten ja sowieso immer zusammen. Ja. Gut, vielleicht könnten Sie mir auch ein bisschen helfen, ja? Bleiben Sie auf jeden Fall sitzen, wo Sie sind. Ja. Alles ist mit den Händen erreichbar. Ja. Sie behalten den Kilometerzähler im Auge, ja? Im Auge? Ja. Gut. Und Sie? Ich? Beobachten durchs Fenster, ob nicht ein anderer Flugkörper in unserer Flugbahn ist. Flugkörper? Naja, andere Raketen oder Steine oder Meteoriten. Wer schmeißt denn im Himmel mit Steinen? Oh. Und bitte, was sind Meter? Meteoriten sind Steine von anderen Sternen. Oh. Von ganz weit, weit her. Oh. Ja, und wenn sie verglühen, dann heißt man sie bei uns Sternschnuppen oder Kometen. Und Sie? Ja, ich. Sie passen auf, damit alle Lampen brennen, ja? Oh, ja. Hallo, Luna 1, hören Sie? Ja! Ende, bitte melden. Ja, hier, Luna 1, bitte melden. Die Bodenstation meldet sich wieder. Hallo, wir haben Sie erfasst. Sie sind auf der Flugbahn 3 und sind genau in diesem Moment 298.000 Kilometer und 7 Zentimeter und 3 Millimeter vom Mond Rückseite Punkt 375 entfernt. Ende, bitte melden. Danke, das ist sehr gut. Jetzt kann ich steuern. Vielleicht schaffen wir es. Ende. 200 von seinem Mondflug. Aber Johnny musste auch viel lernen. Er musste lernen, Raketenbahnen zu berechnen. Er musste lernen, schwerelos durch die Luft zu fliegen. Und Raketen zu steuern und vieles mehr. Aber vor allem musste er lernen, aus Tüten zu essen. Und in andere Tüten zu pinkeln. Endlich war es soweit. Johnny startete zum Mond. Alle Menschen auf der ganzen Erde beobachteten an den Fernsehschirmen den Start der Rakete, wie sie mit einem mächtigen Feuerstrahl von der Erde abhob und im Himmel verschwand. Johnny saß allein in der Rakete. Er fühlte sich wie der König des Himmels. Er staunte, wie die Sterne näher kamen und wie die Erdkugel hinter ihm aufleuchtete, als wäre sie ein bunter Mond. Ich möchte für immer in dieser Rakete sein. Ich will zum Mond fliegen und ich werde weiterfliegen zu fernen Sternen, sagte Johnny durch das Mikrofon zu den Menschen auf der Erde. Und schon nach ein paar Tagen landete die Raketenkapsel auf dem Mond. Und wieder beobachteten alle Menschen auf der Erde die Landung und sie schrien, Bravo, Johnny! Johnny hat es geschafft! Jetzt fühlte sich Johnny wie der Mondkönig. Er stieg aus, hüpfte und stapfte über den leeren, weiten Mond. Ich bin ganz allein hier. Ich fühle mich wunderbar, sagte Johnny durch das Mikrofon zu den Menschen auf der Erde. Aber jetzt musste Johnny Mondstaub und Mondsteine für die Forscher auf der Erde sammeln, die Mondkälte messen und die Mondwärme. Aber allmählich fühlte Johnny, wie sein Herz schwer wurde. Er hatte so ein trauriges Gefühl und musste weinen. Warum muss ich denn weinen? Dachte er. Warum bin ich traurig? Ich habe alles, was sich die Menschen erträumen.
Ich bin der erste Mensch auf dem Mond. Mond. Plötzlich wusste er, warum er weinte. Er Johnny saß allein in der Rakete. Er fühlte sich wie der König des Himmels. Er staunte, wie die Sterne näher kamen und wie die Erdkugel hinter ihm aufleuchtete, als wäre sie ein bunter Mond. Ich möchte für immer in dieser Rakete sein. Ich will zum Mond fliegen und ich werde weiterfliegen zu fernen Sternen, sagte Johnny durch das Mikrofon zu den Menschen auf der Erde. Und schon nach ein paar Tagen landete die Raketenkapsel auf dem Mond. Und wieder beobachteten alle Menschen auf der Erde die Landung und sie schrien: Bravo, Johnny! Johnny hat es geschafft! Jetzt fühlte sich Johnny wie der Mondkönig. Er stieg aus, hüpfte und stapfte über den leeren, weiten Mond. Ich bin ganz allein hier. Ich fühle mich wunderbar, sagte Johnny durch das Mikrofon zu den Menschen auf der Erde. Aber jetzt musste Johnny Mondstaub und Mondsteine für die Forscher auf der Erde sammeln, die Mondkälte messen und die Mondwärme. Aber allmählich fühlte Johnny, wie sein Herz schwer wurde. Er hatte so ein trauriges Gefühl und musste weinen. Warum muss ich denn weinen? Dachte er. Warum bin ich traurig? Ich habe alles, was sich die Menschen erträumen. Ich bin der erste Mensch auf dem Mond. Mond. Plötzlich wusste er, warum er weinte. Er fühlte sich so einsam und allein. Und der Mond, er war so schrecklich leer. Johnny hatte sogar Angst, allein in der Rakete zurückzufliegen durch den großen Weltraum. Aber als Johnny auf der Erde landete, da bestürmten ihn begeistert Tausende von Menschen und sie fragten ihn: Johnny, wie war der Flug? Johnny, wie weich ist der Mondstaub? Johnny, bist du gesund? Johnny, wie sieht der Mond aus? Aber Johnny sagte kein Wort. Er küsste die nächstbesten Menschen, nahm von einem Mann eine Blume aus dem Knopfloch und roch dran, schaute zum Himmel, da ging gerade der Mond auf und er sah... Na, Franz, ja? Ja, Erich? Ich find's ja ganz toll, ich in auch. Dieser Rakete. Ja, und im Himmel. Wenn ich nur nicht so viel Angst hätte. Brav, kleine Luna, wenn du uns heil zum Mond bringst und zurück, dann kommst du ins Ehrenmondmuseum, ja? Und wisst ihr, was ich auf dem Mond eröffne? Nein. Eine Post. Die erste Mondpost der Welt. Ich, Erich Fummler, der kleine Postbeamte. Hilfe! Zweimal Hilfe! Was war das? Meteorit! Meine Güte, wir sind mit einem Meteoriten zusammengestoßen. Sie müssen unbedingt draußen nachsehen, ob die Rakete nicht kaputt oder angeschlagen ist. Hier? Nehmen Sie die drei Ersatzraumanzüge. Nein! Und ich werde hier drin bleiben. Nein, wir sollen aussteigen. Nein. Vorher habe ich gesagt, wir sollen nicht aussteigen. Ja. Keine Angst. Bitte machen Sie schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Also schieben Sie den Meteoriten von der Spitze. Oh, Cora, Erich, guck mal. Ein Riesenstein. Wahrscheinlich ist es schon nach! Was machen wir denn jetzt? Wir müssen den Stein wegschieben! Gut! Eberfummel hier so lange! Macht schnell! Ich sehe nicht, wohin wir fliegen! Wir verfliegen uns! Ja!
gut gemacht mit den Meteoriten. Aber wir haben die Richtung zum Mond verloren. Was? Was? Ja. Die Bodenstation meldet sich auch nicht mehr. Ha? Wir müssen unbedingt herausfinden, wo wir uns befinden. Ja. Was ist denn das? Was da? Denn? Das? Oh, Hilfe! Das Feuer! 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 Oh, wir sind schon ganz in der Nähe der Sonne. Sonne! Ich hab schon Sonnenbrand. Oh. Oh. Gerade noch mal gut gegangen. Oh, gut. Gratuliere. Ich habe Hunger und Durst. Ich auch. Ja. Kopfloch und roch dran. Schaute zum Himmel. Da ging gerade der Mond auf. Und er sagte, wie gut, dass ich wieder auf der Erde bin. Aber irgendwann, da fliege ich doch wieder hinauf. Jetzt ist nämlich sowieso Schluss mit Mondfahren und Clown und Co. und so. Und zwar für immer. Pfiat euch. Servus. Tschüss. Ah, und wenn ihr abends mal in den Himmel schaut, da könnt ihr uns vielleicht oben auf dem Mond entdecken. Macht's gut. Wiedersehen.